besser jetzt hier. Gibt's einen Kram. Excusez-moi. Où se trouve la Carrefour? Carrefour? Carrefour. C'est ici? Non, Carrefour à droite. Le feu rouge? Je ne comprends pas. Direct, rond-point. Point duel. Hey. Oui. Le feu rouge, il y a à droite. Next. À droite, direct. Direct à Tunis. À Tunis, à 3 km à droite. Ah, ok, merci beaucoup. Ein kurzer Nachschlag zum Thema offener konservativer Islam. Macht euch da wirklich Gedanken drüber, wenn ihr islamische Gläubige aus Deutschland seid. Beendet bitte euren Schwachsinn in Syrien. Ihr werdet verheizt. Ihr werdet verheizt aus Saudi-Arabien. Ihr werdet verheizt im Namen und Auftrag eures Gottes, den ihr verehrt. Und wem ihr dort wirklich dient. In Tunesien stolpert man über die diversen Gottesbegriffe, wie sie genauso in der deutschen, in der amerikanischen, in der wie auch immer gearteten religiösen Zusatzebene immer stattfindet, in der Freimaurerei. Sprich, das, was ihr eigentlich hasst, wenn ihr das überhaupt nicht schon lange wisst und im Grunde genommen eure ganze Geschichte sowieso schon zersetzt und durchsetzt ist mit irgendeinem Kram, dass ihr gar nicht mehr wisst, was ihr da eigentlich macht und eigentlich nur von den Saudis bezahlt werden wollt irgendwann. Sei es, dass ihr direkt in den Krieg zieht als irgendwelche Leute, die direkt bezahlt werden, oder sei es, dass, also für den Einsatz dort als Söldner, oder sei es, dass ihr denkt, ihr werdet irgendwann Vorteil davon haben und wollt den Islam stark werden sehen. Was auch immer ihr glaubt. Aus meiner Sicht, und das müsst ihr diskutieren mit euren Leuten in Saudi-Arabien, bringt es nichts. Wenn man so tut, als würde man irgendwas für irgendwen und irgendeine Religion tun. Und im Grunde genommen kämpft man für menschliche Götter und menschliche Allahs, wenn man so will. So würden viele euren Glauben einschätzen. Ob ich das selber nur so sagen kann, das hängt natürlich von dem ab, wie ihr euer Glauben lebt. Insofern will ich da nicht euren Gott begleitigen oder sowas. Aber prüft das bitte mal, ob ihr da nicht einem riesen Irrtum aufsitzt. Und wenn ihr das sowieso schon wisst, dann solltet ihr den Islam nicht länger missbrauchen und verheizen und Leute nicht länger verarschen, die ihr dort reinzieht in euren heiligen Krieg, der ein heiliger Krieg Saudi-Arabiens gegen den Iran ist und der nicht heilig ist, sondern der unheilig ist. Euer großes Kalifat, das könnt ihr hier in Tunis mal beweisen, wie das wirklich funktioniert. Dieses Kalifat sollte nämlich friedlich und offen sein und es sollte dadurch Stärke zeigen, dass man den Islam verlassen kann. Und die Folgen eines Handels, was unrein macht und unrein ist und todeswürdig ist, die reichten aus, in Ewigkeit zu geben durch den, der das dann entscheiden möge. Wenn ihr den als Allah anseht, dann sei es durch euren Gott, der das entscheidet. Aber da müsst ihr auf der Erde nicht den Abfall vom Islam in der Form ahnden und insofern den Islam nicht mehr offen gestalten. Das müsst ihr diskutieren, einen offenen, konservativen Islam. Und damit verabschiede ich mich auch mal aus der Diskussion mit Muslimen im konservativ-islamischen Bereich. Ich werde ein Freund von Muslimen bleiben, aber ich bin kein dauerhaft einzusetzender oder missbrauchender Diskussionsargumente-Lieferant für Saudi-Arabien und für einen Islam, der im Grunde genommen gar nicht die Dinge sucht.